Electromobility is booming. It's an important element in reducing CO2 emissions from traffic. But how economical is it to operate trucks with a gross vehicle weight of 40 metric tons over long distances using only battery electric power? Mit der jetzigen Batterietechnologie sind Schwerlast-LKWs für lange Strecken schwierig vollständig zu elektrifizieren, jedenfalls batterieelektrisch. Die Batterie ist sehr schwer, die Reichweiten sind nicht leicht hinzubekommen, die Ladegeschwindigkeit ist natürlich auch begrenzt und das ist gar nicht so leicht zu organisieren. Aber es wird trotzdem voll elektrisch fahrende LKWs geben, auf langen Strecken, auch 40 Tonner. Und der Schlüssel dazu ist natürlich die Brennstoffzelle. In South Germany, hydrogen is also seen as a promising technology for trucks. In the Hilux B field testing project, a team from the Esslingen University of Applied Sciences network worked with partners to retrofit conventional trucks. Zunächst werden die verbrennungsmotorischen Aggregate, die dazugehörigen Baugruppen entfernt. Der frei gewordene Bauraum wird genutzt, um zu integrieren elektrischen Antrieb, Batteriesystem, und wir hier neuerdings auch Brennstoffzellensysteme. Die europäischen Rahmenbedingungen zwingen, in emissionsfreie Antriebstechnik zu denken und zu handeln. Zum einen, weil wir mit verschärften Steuerregularien zu rechnen haben. Zum anderen, weil die Nutzergruppen aufgefordert sind, in der Dekarbonisierung ihren Beitrag zu leisten, und zwar messbar zu leisten. A lack of infrastructure, as well as high production costs, stand in the way of widespread use, at least for now. One cost driver is the core of the fuel cell powertrain, the stack. Bosch will be starting production on its hydrogen drive system in 2023. For higher volumes, however, the costs still need to be significantly lowered. Wir erreichen eine Kostensenkung über eine Weiterentwicklung der Materialien, und in der Fertigung über den Einsatz von Industrie 4.0-Technologien sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Über eine Stückzahlsteigerung erreichen wir zusätzliche Kostenreduzierungen. If you factor in the falling prices for renewable hydrogen, mobility with fuel cells could soon be no more expensive than with any other powertrain system. And in the end, everyone benefits from this. Ja, die Generierung von Wasserstoff, CO2-frei, ist ja technologisch beherrscht. Und das wird natürlich jetzt mehr und mehr gebraucht. Denn es wird so sein, Brennstoffzellen werden Antriebstechnologie sein für auch PKWs. Das kommt immer ganz drauf an, wo ich den PKW fahren will, wo der Wasserstoff zu welchen Kosten verfügbar ist. Und dann ist das eine ganz feste Säule im Antriebsportfolio der Zukunft. Trains, ships and aircraft will also be powered by green hydrogen in the future. Batteries and fuel cells are not competing in this area. On the contrary, they complement each other and bring us a big step closer to our climate goal.